Ja, grüßt euch, liebe Schnapsfreunde und Schnapsfreundinnen. Heute will ich euch zeigen, wie schnell ich mein Reiseschnapsflascherl, ja, befüllt habe. Ja. Passt gut auf, das geht dann blitzerasch bei mir. Gell? Also, erstens einmal mache ich mal da die kleine Kuppen da auf, den kleinen Verschluss da, seht ihr das? Zack, 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 ja, das dauert ein bisschen länger. Und schon greife ich in den Kühlschrank, ja. Und da ist die große Schnapsflasche, da ist die große Schnapsflasche, ist immer viel drinnen, ja. Und die ist 3A. Blitzschnell auf, scheiß da. Ah ja, einen Trichter brauche ich auch, das muss ich euch zeigen, ja. Da wäre ein Trichter da, ja. Ja. Das mache ich das Ganze bei in die Wirtshäuser, dann ist Schnapsal sehr teuer und deswegen habe ich mir eine Reise-Schnapsflasche mit, geht schon. Und der 16 ist genau, nein, das 16 ist nicht genau, das ist Arsch. Aber schnell, 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 schnell. Und ist schon voll, sechst du das? Ja. Ein kostbarer Tropfen, der muss sofort aufgesaugt werden. Bin ja auch ein Schnapsvampir. Ja, weg den Trichter, schon ist es befüllt, das Schnapsflascherl, das Reise-Schnapsflascherl und das drehe schon wieder zu. Und natürlich, ich habe gern den Schnaps gern kalt und deswegen gebe ich auch nicht nur die große, jetzt alles noch drinnen, ein Restl, ne? Aber na gut, geht sich da wahrscheinlich ein kleines Flaschel aus damit zum Befüllen, Busch. Und das stelle ich in den Kühlschrank, ja, das haben Sie jetzt gesehen, ja. Wisst ihr was, liebe Schnapsfreunde und Schnapsfreundinnen? Jetzt habe ich einen Batzen gewusst, da kriegt einfach Schnaps, ja. Beim Kühlschrank wird der Schnaps eh nur eisig. Auf die Scheiße. Also, außer mit der Flaschen da, ja genau. Mit dem Rätsel, mit dem Lackerl da, ja, ja, ja. Warte mal, dass ihr sehen könnt, was... Ach, der war so ein Kuster, das kriegt... Ich habe mir selber einen Kuster gemacht mit dem depperten Video, ja. So, auftragen, auftragen, auftragen. Die Bottle und ist da, geht's gleich in einem Exorbit!